Heute gibt's mal richtig Pfeffer hier. Da kommt sogar was raus. Oh mein Gott, nein. Leute, es gibt heute richtig Pfeffer, wie man hier merkt. Uff. Zack, 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 zack. Alles runter damit. So. Also, Leute, heute. Wir haben 500 Abos erreicht, Digga. Das ist so heftig. 500 Abos. Und deswegen gibt's heute richtig auf die Birne. Und heute mache ich einen Zaubertrick mit diesen beiden Decks hier. Aber nicht nur das, meine lieben Freunde. Sondern ihr könnt das sogar gewinnen. Yeah. Und das ist ein neues Special. Und zwar der Verlosungsapril. Hat's noch nie gegeben. Juhu. Also, bleibt auf jeden Fall dran. Und somit, hallo liebe Zuschauer und hallo Digital Jamie. Worum geht's in diesem Video? Und das war deine Karte. Oh, hallo. Dies ist ein perfekter Tag, einen Kartentrick zu machen. Jamie, erklär mal, was denn heute so los ist. Ja, heute siehst du einen Zaubertrick mit diesen beiden Decks, aber du kannst sie auch, wie gesagt, gewinnen. Aber nicht nur das kannst du gewinnen, sondern auch noch 7 weitere Sachen im April in anderen Videos. Und heute kannst du genau das hier gewinnen. Mega, mega nice, wie ich auf jeden Fall finde. Und deswegen wird es wieder Zeit zu einem neuen Special. Verlosungsapril, wie ihr es schon gehört habt. Also, wir haben hier den Verlosungsapril am Start. Ich habe ihn zu mir geholt. Er hatte richtig Bock auf mich. Und ich zeige dir einen Zaubertrick, wo man mit diesen beiden Decks was macht. Also, wo man die 2 Decks benutzt. Und in der Infokarte siehst du auch nochmal eine Performance mit 2 Decks, Blizzard und Firestorm. Aber erstmal, was kann man überhaupt alles gewinnen? Also, zuerst kann man den Pfeffer gewinnen. Nein, das kann man nicht gewinnen, aber es ist mir egal. Auf jeden Fall kann man noch Copac gewinnen. Copac kann man gewinnen. Ja, Copac-Karten, mega geil. Sowohl auch hier diese Karten hier. Bicycle Copac kann man gewinnen. Das Phoenix Stripper Deck kann man gewinnen in Blau. Man kann Copac Cardistry Karten für die Cardists ist natürlich auch noch gedacht, ja. Also Cardistry-Karten, Copac, sehen mega geil aus. Schaut euch das an, Digga. Ja, also normal hier Phoenix, Phoenix-Back-Design. Hier das alles in einer Extra-Verpackung. Einmal diese beiden Decks zusammen. Copac finde ich auch mega geil. Schicke Haptik finde ich und so weiter. Und das könnt ihr gewinnen. Aber nicht nur das. Natürlich geht es auch noch weiter. Einmal hier. Invisible Deck. Invisible Deck. Ja. Ein Invisible Deck in Rot könnt ihr natürlich auch noch gewinnen, ne? Das war's aber noch nicht, meine lieben Freunde. Das war's noch nicht. Es gibt noch 3 Sachen, die ihr noch gewinnen könnt. Also, hier haben wir noch alle diese ganzen Sachen. So. Und du kannst auch noch das Svengali Deck gewinnen in Bicycle. Svengali Deck. Eine Geheimwaffe. Sag euch, wie es ist, das ist eine Geheimwaffe. Wirklich, das muss jeder haben. Ein Svengali-Deck in Bicycle könnt ihr auch gewinnen. Und, meine lieben Freunde, und, ihr habt euch bestimmt das Video gesehen, Cartoon Review 1. Aber Leute, ihr könnt nicht Cartoon 1 gewinnen. Nein, viel besser, ihr könnt Cartoon 2 gewinnen, meine lieben Freunde. Cartoon 2 finde ich mega, 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 mega heftig. Cartoon 2 wirklich mit der Kanone, dann greift er so eine Karte. Ich finde es einfach heftiger als Cartoon 1, wirklich. Ihr könnt auf jeden Fall hier zuschlagen. Definitiv schlagt auf jeden Fall bei Cartoon 2 zu. Auf jeden Fall müsst ihr zuschlagen.
Leute, wir packen das Ganze alles mal weg. Denn wir haben hier noch einen Karton. Was ist da drinne? Oh, Leute, ey, Kamera. Bruder, hast keinen Bock mehr auf mich, ne? SD-Karte voll. Bruder, was habt ihr mit euren ganzen SD-Karten, Digga? Ey, stoppen. Weiter, was ist das denn jetzt hier, Leute? Sieht irgendwie aus wie so eine Among Us-Figur, oder? Eine Fernbedienung, hä? Genau, Leute, ihr könnt eine Among Us-Lampe gewinnen. Die leuchtet sehr, 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 sehr cool. Hat Unge auch sogar im Hintergrund stehen, so eine Among Us-Lampe. Und die könnt ihr gewinnen von mir. Das sind alle Preise. Nochmal zusammengefasst. Cartoon 2. Invisible Deck. Stripper Deck. Diese beiden Decks. Copic. Diese beiden Max, Svengali und die Among Us Lamp. Und ja, die hier könnt ihr heute gewinnen. Und wie kannst du jetzt also teilnehmen? Erstens deinen YouTube-Kanal abonnieren. Bam! Meinen YouTube-Kanal abonnieren. Dann bist du sogar fast schon drin. Zweitens Instagram abonnieren bei mir. Und drittens den Post liken zu diesem jeweiligen Gegenstand, den ihr gewinnen wollt. Und zwei Zauberfreunde verlinken und dann seid ihr schon drin im Gewinnspiel. Ja, das war's wirklich im Gewinnspiel. Am Ende des Videos sage ich euch sogar auch noch, wann die Auslosung immer kommt. Deswegen machen wir jetzt einfach mal weiter. Das heißt, nochmal zusammengefasst, YouTube-Kanal abonnieren. Dann müsst ihr Instagram abonnieren, Post liken zu dem jeweiligen Gegenstand und zwei Zauberfreunde verlinken. Also, Bicycle-Karten, rot und blau, wie gesagt, könnt ihr heute gewinnen. Finde ich auch mega geil, dass hier so ein Feature ist mit so einer Herz-10 hinten drauf. Damit könnte man schon einen Zaubertrick mindestens schon machen. Also, mega geil. Aber ich zeige euch jetzt, was man mit diesen zwei Decks machen kann. Let's go! Also, wir haben zwei Decks, blau und rot. Und was der Zuschauer jetzt einfach machen soll, ist Folgendes. Er soll jetzt einfach irgendwo Stopp sagen, ja? Wo er möchte. Sagen wir, er sagt jetzt exakt hier Stopp. Was jetzt nämlich passiert ist, dass wir diese Karte nehmen hier. Das ist jetzt hier die Herz-3. Herz 3. Die kommt umgedreht in das Kartenspiel zurück. So, Herz 3. Und was wir jetzt machen, ist Folgendes. Wir werden jetzt die Position umswitchen, ja? Ich nehme die Herz 3 hier raus. Sie ist unsichtbar, ja? Kein Invisible Deck, aber sie ist trotzdem unsichtbar, ja? Und wir nehmen sie hier raus. Und wir vertauschen die in den anderen Stellen. Das heißt, wir schauen jetzt mal in diesem Kartenspiel jetzt hier nach. Hier müsste jetzt eigentlich eine Herz 3 sein, die rot ist. Man hat vorher die Rückseite blau gesehen. Und hier ist die Herz 3. Jetzt bin ich gespannt, Leute. Jetzt bin ich gespannt und es ist rot. Jo, Leute, das war's mit dem Trick. Nein, Spaß, es war's natürlich nicht mit dem Trick. Jetzt müssen wir schauen nämlich, ob hier die Herz 3 rot ist. Dazu suchen wir uns die Herz 3 hier einmal blau, meine ich. Raus und boom, Leute, die ist blau. Oh mein Gott. Was ihr dazu können müsst, ist ein Double Lift und ein Force. Und das könnt ihr damit machen. Und ich kann den Zaubertrick auch nochmal irgendwann erklären. Ich werde den Zaubertrick jetzt nicht erklären, weil es bei den ganzen anderen Sachen Gimmicks sind. Und deswegen mache ich das nicht. Und ich möchte ja dann auch keine Gimmicks erklären, weil ihr dann erwartet, dass ich das Ganze auch erkläre. Deswegen kein Tutorial dazu, aber es wäre jetzt ein Beispiel, was man damit machen könnte. Und ja, also ich hoffe, ihr freut euch wirklich auf den Verlosungs-April. Ich finde es mega nice, das Verlosungs-April. Und danke, dass genau du zugeschaut hast, dass du jetzt hier noch am Ende da bist. Die Auflösung wird es nächste Woche im Livestream geben und die Auflösung vom nächsten Mittwoch, also vom Mittwoch, da wo das zweite Video kommt, wird es auch am Samstag im Livestream geben. Nicht diesen Samstag, sondern danach. Der Samstag.
Und da gibt es 2 Auslosungen, ja. Abonnieren, um nichts mehr zu verpassen, um die ganzen April-Verlosungen und so weiter, alles nicht mehr zu verpassen. Unboxing, Reviews, Zaubertrick-Tutorials und halt Verlosungen, Gaming, sonstiges und so weiter. Also auf jeden Fall abonnieren und ja, ciao!